Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko und ich begrüße euch recht herzlich zu einer Sonderausgabe. Morgen gibt es wieder mal die GIG-Konferenz mit Pater Paulus Maria Tautz. Dieses Mal findet die GIG-Konferenz in Fulda statt. Der Fuldaer Bischof scheint ein ziemlich cooler Typ zu sein, der sich dafür eingesetzt hat, dass wir dort die GIG-Konferenz oder dass Pater Paulus mit seinem ganzen Team, mit seinen ganzen Leuten dort die GIG-Konferenz veranstalten darf. Er wird auch zu Gast sein, also der Bischof von Fulda. Ich werde auch zu Gast sein und ich freue mich darauf, wenn ihr auch am Start seid. Morgen ab 8.45 Uhr bis 21 Uhr könnt ihr auf Radio Horeb und auf gottistgut.org könnt ihr euch den Livestream reinziehen. Unter anderem viele Zeugnisse von Manfred Silberhorn und seiner ganzen Familie. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das kann ich nicht so erzählen, wie es war. Nicht? Nein. Er wollte den Schnaps haben. Das kann man nicht. Die werden Zeugnis geben von ihrer Bekehrung. Passt ziemlich cool, denn in Fulda oder zum Bistum oder Erzbistum Fulda gehört unter anderem das Haus Raphael. Dort hat Manfred sich auch mitunter bekehrt. Dort hat er seine Exerzitien gemacht. Ich komme auch aus diesem Hause, deswegen finde ich das umso cooler, dass dieses Jahr die GIG-Konferenz dort stattfindet. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr Teil dessen seid, dass ihr dabei seid, dass ihr Hoffnung tankt in dieser krassen Zeit, wo so viel Verrücktes passiert, dass ihr nicht aufgebt. Gott ist gut. Das werden wir morgen auch wieder sehen dürfen, fühlen dürfen, erfahren dürfen und Gott dafür danken und ihn loben, dass er uns durch jede Zeit durchzieht, durchschleift, mitnimmt und nicht im Stich lässt. Oder wie es Manfred Silberhorn einst in meinem Film sagte, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. In diesem Sinne, liebe Leute, morgen auf Radio Horeb und gottistgut.org, alles im Internet. Ich werde euch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaltet ein ab 8.45 Uhr bis 21 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Gottes Segen, gelobt Jesus Christus und Maria.